Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Woodley Tree Deluxe Plus 2. So, ich muss kurz Luft schnappen, damit ich nicht wieder mich verhaspel beim Sprechen und wieder Adventure mit reinhaue in den Satz. Ja, zwei Sachen. Erstens, hier bei Level 1 zur Wüste hinüber gibt es eine Statue auf so einem Platt von einem Baum. Die hatte ich noch vergessen. Und dann gibt es hier drüben, wenn man von hier oben aus startet, grandioserweise, nochmal gen Süden noch eine weitere Sache. Und zwar muss man dafür den Baum ansteuern. Quasi grandioserweise davor dann aber landen. Die Sache ist nämlich die, die drei Häuser mit dem Briefkasten habe ich gefunden. Und zwar hier oben drauf. Auf diesem Kasten da drüben. Ja, und da sieht man auch schon den Kasten, den ich meine, mit dem Briefkasten. Ja. Wirklich cool. Wirklich grandios. Jetzt kommt noch die Errungenschaft. Moment. Das berechnet jetzt gerade erstmal. Ja. Okay, ich kann auch nochmal zum Hauptplatz zurück. Aber wie gesagt, grandioserweise speichert er jetzt die Information ab. Und jetzt kommt auch der Ruckler, den ich meine. Steam meldet sich ganz kurz. Das war klar, jetzt hängt es natürlich alles sich weg. Das ist aber grandioserweise vertretbar, weil ich weiß, okay, das ist jetzt sogar positiv. Oder auch nicht, keine Ahnung. Okay, was ist hier los? Nicht schön. Okay. Nein. Was machst du, PC? Das ist nicht gut. Das war jetzt echt seltsam, Leute. Okay. Scheibenkleister. Ach komm. Tu mir das jetzt nicht an, PC. Kurze Erläuterung, was gerade passiert ist. Er hat mir dick und fett, wie bei Windows XP, quasi so ein Textfenster angezeigt. Also sprich oben, wo man halt am Programm die Leiste hat, in richtig groß und dick und fett. Das, ja, ich weiß nicht, ob ihr mich hört, aber ja, war Sache. Oh, komm schon, PC. Okay. Dann gucke ich halt noch ein bisschen Fernsehen. Oder auch nicht. Okay, okay. Grandios. Ich sag's ja immer wieder. Okay, PC. Was zur Hölle ist los? Was habe ich dir getan, PC? Hm? Bin ich froh, wenn ich die neuen Rechner habe. Okay. Leute, das Problem ist, ich kann gerade nichts machen. Ja, ich gucke jetzt doch lieber Fernsehen, bevor ich mich jetzt in Tode quatsche. Ja, natürlich, jetzt regt sich wieder was, ne? Danke, PC, du mich auch. Okay. Aber wie gesagt,
Okay, warum ist jetzt OBS und so nicht mehr eingeblendet? Ah, jetzt. Ah, okay. So, ich hoffe, jetzt läuft es einigermaßen normal weiter. So, nein, ich möchte nicht beenden. Das ist jetzt nur, damit ich mal ganz kurz das Overlay. Nein. So. Was ich auch nachgucken möchte, ist ganz kurz. Ja, hier. Wir haben 27 von 27. Das sehen wir auch daran, dass übrigens unser Haus auch anders ausschaut. Und ja, grandioserweise. Hier, wie man sieht, Ah, collect all the collectibles. Jetzt haben wir es erhalten. Wir müssen also einmal ins Haus gehen dafür. Ja. Ihr seht, wir haben alle drei Bücher. Wir haben alle drei alle vier Statuen, wenn man das da drüben auch noch als Statue mitzählt. Da. Ich glaube aber eher, dass es ein Schlüssel oder sowas ist. Alle drei Masken. Alle drei Gläser. Die Kerze da drüben. Diese zwei Würmer da oben. Das Bild hier oben. Den Gameboy hier. Den Ofen. Die Jukebox, diese Teeservice, glaube ich, war auch. Die Vase. Dann haben wir noch diesen Kompass aus irgendwelchen Gründen. Diese Katzentasse, den Globus, die Karte, den Teppich und noch zig Dutzend Sachen mehr wahrscheinlich. Die noch mit dazugehörten. Und die Kamerasteuerung ist ja mal sowas zum Sterben hier drinne. Bin ich froh, dass das Haus kein eigenständiges Level ist. So. Okay, ich habe jetzt auch alle Musiker befreit, also daher würde ich sagen, bleibt mir eigentlich nur noch eins zu machen. Und darauf bin ich auch gerade schon unterwegs. Und zwar heißt es jetzt für mich, mich durchzuqueren durch die ganzen... Ja, wie soll ich es nennen? Missionslevel für Blumen. Ne, keine Ahnung. Ich nenne es einfach jetzt so, aber es ist halt nicht der richtige Begriff dafür. Ja. Im Endeffekt ist ja eigentlich relativ klar, was ich machen muss. Ich muss... jetzt durch jedes Ding noch durch, damit ich die ganzen Blumen kriege. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele es an Stück sind. Aber es könnten noch so zwei Parts auf euch... Ach, Gottes Willen, warten. Okay, grandios. Das war ja das, was ich in der Theorie geschafft hatte. Ja, und schon geht's wieder los. Ich würde sagen, die ganzen Dinger werde ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich aber im Off machen und dann euch zeigen zumindest, da ich grandioserweise alle geschafft habe. Ich denke mal nicht. Seht ihr? Ich denke mal nämlich nicht, dass das astrein funktionieren wird jetzt während der Aufnahme, weil ich kann noch so oft richtig landen. Ich kann noch so oft den ganzen. Ich bin in der Luft. Ich bin in der fucking Luft. Da ist nichts. Ah, scheiß die Wand an, ey. Ja, wie gesagt, ich kann noch so oft versuchen, etwas richtig zu machen. Es wird einfach nicht besser. Egal wie oft ich es mache. Okay, grandios. Was ich versuchen wollte, ist eigentlich irgendwie darüber zu dackeln, aber das geht gar nicht. Was ich höchstens versuchen könnte, was aber nicht funktionieren wird, ist mich hier an der Wand hoch zu dashen die ganze Zeit. Nee, das geht auch nicht. Gut, da haben wir diese grandiosen Tests schon mal gemacht. Prima, dass er an alles gedacht hat quasi dann. Oh. Jetzt gilt es für mich eigentlich noch anscheinend zu sterben auf einem Platt. Wie gesagt. Oder wie schon oft genug gesagt. Ich kapiere nicht, wo das Problem liegt. Denn das Springen ist nicht zu weit. Aber das Platt macht keiner leid. Nein, keine Ahnung. Ich war doch auf dem Platz. So, ey. Also jetzt, sorry, aber jetzt werde ich so langsam echt stinkig. Sehe ich ein, bin drüber weggelaufen am Ende.
Stand wieder auf dem Blatt, aber okay. Ich glaube, ich sollte vielleicht einfach das zweite Blatt mal versuchen zu überspringen. Ich darf nicht mal springen. Aber ich darf weder laufen, noch darf ich springen, noch darf ich irgendwas anderes hier in dem Spiel irgendwie aktuell. So, das Spiel gibt mir das Gefühl zumindest, ne? Und im Übrigen seht ihr richtig, dass ich bis dato immer nur zum ersten Blatt gekommen bin. Meine Güte. Okay. Checkpoint aktiviert. Grandios. So. Jetzt wird sich hier schön durchgemogelt. Ah, okay. Bisschen zu weit. Also das muss ich dann doch gut abschätzen, wann ich was machen kann. Und ja. Hier ist er anscheinend sehr gut platziert, bloß es sollte schon irgendwie warten, wenn ein Player draufsteht irgendwie. Okay, das war gut. Oh Gottes Willen, das war gut getimed von mir. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Ja, ich glaube, da ist was verbuggt. Okay. Eigentlich muss ich ja nur jetzt durch. Ach komm schon. Okay, ich hätte dran denken müssen, dass das ja solche Dinger sind, wo untergehen. Und das war kein richtiger deutscher Satz. Wenigstens hat der Sound aufgehört. Das war ja jetzt echt ein bisschen tricky. Okay. Okay. Ah, da hat er leider ein bisschen zu spät reagiert auf meinen Fallschirm. Ach, komm schon. Okay, grandioserweise das kapiert jetzt, was da los ist. Ich muss da halt mit Timing ran an der ganzen Situation. Die Sache ist nur, hab halt das Timing erstmal. Okay, fuck
Fakten bestätigen, dass die Berührung des Bodens in einem Videospiel einen umbringt. Nicht. Ah, Leute, wie gesagt, das Level hat mich ja schon beim letzten Mal so hart getriggert, aber dass ich es jetzt wenigstens geschafft habe bis zum Checkpoint und dann jetzt mich trotzdem triggert, ist halt einfach nicht gut. Ich sehe irgendwie schon wieder Triggergefährdung. Na, fast. Ach, komm schon! Das ist jetzt hart unfair. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich drücke schon Rechtsklick und wieder mal macht er diesen... Nein, ich habe keinen Kleidschirm. Och, Leute. Komm schon. Und dann ist halt noch das größte Trigger-Moment gewesen. Dass es halt einfach, ja, nicht getroffen hat, die Kugel. Also diese Wasserkugel, dass die nicht direkt getroffen hat. Über sowas kann ich mich halt wirklich auch ein wenig echauffieren. Ja, habe ich schon erwähnt, dass Fakten bestätigen, dass Boden im Videospiel einen umbringen kann. Da hat man es mal wieder gesehen. Ich verstehe es halt wirklich so langsam nicht mehr. Also ich kapiere halt die Logik nicht, die dahinter steckt. Warum sollte der Boden einen quasi killen? Sowas von hart unlogisch. Wenn man sowas als eine Art Vorsichtigkeitsmaßnahme macht, okay. Aber doch nicht um Gottes Willen, wenn... Ja. Keine Ahnung! Hier! Da! Was ist das? Ist da was? Sagt es mir! Ist da irgendetwas, was ich nicht sehe? Meine... Das ist doch zum Kotzen. Mann. Einfach nur nein. Ach, komm schon. Was mich halt echt nervt, ist halt, dass die Kamera ständig so bleibt. Aber die versucht immer... Ja. Immer im Flug zumindest, ne? Ja, dann versucht sie halt in so einen Kamerawinkel zu gehen, der mir gar nicht gefällt. Da finde ich halt die freie Kamera, wie es ja bei jedem anderen Spiel ist, noch um Längen besser.
Aber ich nenne jetzt mal Beispieltitel wie Just Cause. Da ist ja eine freie Kamera, wenn du fliegst. Die ist ja nicht fixiert. Wobei doch, wenn man den Flugmodus beendet. Oh, komm schon! Ach Leute, wie gesagt, mich triggert das halt, weil ich den Käfig quasi schon hatte. Also sprich, mir das auf dem Silbertablett schon serviert wurde. Und ich jetzt das quasi nochmal machen darf. Ah, das ist so. Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Das ist eigentlich noch eigentlich das Ekelhafteste. Aber das hier schraubt das Ganze nochmal eine ganze Stufe höher. Komm schon! Wie schnell muss ich denn da bitte schön sein? Ich kann ja beim Schürzenlanden nicht nochmal Schürzenlanden. Also, das ist. Kann doch nicht. Nee. Komm, ich fokussiere mich kurz, Leute, ich krieg das hin. Ist halt nur das Blöde, wie gesagt, ich sterbe halt auch durch Boden. Das muss halt einfach nicht sein. Oder kann halt durch Boden sterben. So sage ich mal lieber. Jetzt muss ich auch noch Schüssen landen. Ich krieg die Krise. Das ist das, was ich meinte. So, jetzt nehme ich halt wieder den Sauerstofffahrstuhl, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht dein fucking Ernst. Als ob er jetzt die weggeworfen hat, nur weil irgendwie über eine Stufe gestolpert bin.
Jetzt habe ich ein Problem. Ah, grandios. Klar, natürlich. Käfigbürin ist auch tot. Was zur Hölle ist schiefgelaufen bei euch? Bei dir, Entwickler. Gottes Willen, ey. Wie gesagt, ich mache das jetzt noch hier fertig, Leute. Ich werde im nächsten Part euch zeigen, dass ich es geschafft habe. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Part wieder. Und von daher,